Der Hubert Kall ist ums Leben gekommen. Und zwar auf eine ganz, ganz tragische Weise. Und zwar, der ist Maler, hat einen Auftrag gekriegt bei der Brennerei Penninger. Die haben da oben die Decken haben gestrichen werden müssen. Und er hat diesen Auftrag gekriegt und war halt da ganz oben an der Decke. Und unten waren da so riesen Bottiche, wo dieser Bärwurz drin gelagert wird. Ja, und wie es blöd hergeht, er fällt von der Leiter runter und fällt genau in diesen Bottich rein und er trinkt da drin. Dann ist halt die Polizei zu seiner zur Witwe dann heimgekommen und gesagt, ja, und haben ihm die ganze Sache geschildert. Er sagt, ja, Herr Polizist, eine Frage, hat er recht leiden müssen, mein Mo? Da sagt der Polizist, das glaube ich jetzt nicht, weil bevor er gestorben ist, ist er noch zweimal zum Bieseln rausgeraubt.